Servus und hallo, die Anja von Die Frau am Grill. Schon mal in der Mikrowelle gegrillt? Noch nicht? Dann heute Premiere. Viel Spaß bei diesem Video. Okay, ich habe ein bisschen untertrieben, um euch heiß zu machen, weil dieses Gerät hier hinten ist nicht nur eine Mikrowelle, sondern eigentlich ein Dampfbackofen, ja, mit einer Heißluftfunktion, eben auch mit einer Mikrowellenfunktion, mit Dämpffunktion und der kann auch grillen. Von Panasonic. Ich verlinke euch das Produkt unterhalb des Videos in der Infobox. Schaut mal rein, da ist ein Blech dabei. So sieht er von innen aus. Ja, mit Höhen oder mit zwei Einschubleisten sozusagen. Ja, Zwischenfrage. Ja, bitte. Was gibt's da heute? Was gibt's heute? Genau, das habe ich noch gar nicht gesagt. Es wird mediterrane Schlemmerschnitzel geben und ich werde die Grillfunktion testen. Also auf geht's. Also, mediterrane Schlemmerschnitzel gibt's und ihr seht hier die Zutaten, die wir benötigen. Ich habe mich für Puttenschnitzel diesmal entschieden. Übrigens kann man in diesem Dampfbackofen sehr, sehr schonend und gesund die Speisen zubereiten. Ja, so ganz nebenbei noch zur Info. Wie gesagt, Puttenschnitzel habe ich heute gewählt. Dann seht ihr hier etwas Parmesan gerieben, Knoblauchzehen, Tomaten kleingeschnitten. Ich habe Salbei, Thymian und Rosmarin als Trockengewürze dabei, Salz und Pfeffer und hier seht ihr Frischkäse und das war es eigentlich schon. Ja. Ein bisschen Öl brauchen wir hier noch und jetzt werden wir mal ja, das Fleisch vorbereiten und dann mal grillen. So, ich nehme jetzt gleich dieses wunderbare Blech. Kameramann, sieht man das überhaupt? Ich arbeite mal. 1A. Ja, ich kann auch mal hier nach vorne arbeiten, da werde ich ein bisschen Öl drauf geben, das bestreichen. So. Und dann lege ich mein Fleisch auf. Das werde ich übrigens von beiden Seiten ein bisschen salzen. Und dann legt man das Fleisch einfach nach dem Salzen hier auf dieses Blech drauf. Das Fleisch ist vorbereitet. Und jetzt würde ich sagen, legen wir es einmal oder stellen wir es einmal rein in den Dampfbackofen und aktivieren die Grillfunktion und verpassen dem Fleisch ein bisschen Farbe. Ja? Also ihr habt hier verschiedene ja, Tasten, die man betätigen kann. Ihr seht es schon, Micro Power, Grill, Steam, also Dämpfen, Ofen, Turbo und so weiter. Und es gibt auch verschiedene Kombinationen, zum Beispiel Grillen und Dämpfen. Da könnt ihr dann schön Fisch zubereiten, Gemüse dämpfen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Informiert euch da mal, wenn euch das interessiert. Wie gesagt, ich stelle euch den Link unterhalb des Videos in die Infobox. Und mich interessiert natürlich als Griller die Grillfunktion. Und jetzt einmal hier Luke auf und Blech rein. Gibt auch eine super Anleitung übrigens dazu, ja, ein schönes dickes Buch, da findet ihr alle Infos drin und da sind auch Rezepte dabei. So, ich gehe jetzt mal hoch auf Stufe 1 und das ist die ja, höchste Stufe. Mal den Timer ein auf 10 Minuten. Also auf geht's. Bam. Jetzt. Wie lange dauert das jetzt? Ich lasse es jetzt 10 Minuten von einer Seite grillen und verpasst ihm ein bisschen Farbe. Ja. Und ihr findet übrigens hier so Tabellen, ja, wo ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Ja. Zum Beispiel für Schweinerückensteaks, dann die Leistungsstufe, die man da einstellen kann. Also da wird einem sehr geholfen, damit man sich mit dem Gerät halt einfach schnell vertraut macht. Ich finde es klasse. Während wir jetzt hier warten, bis das ja, Farbe bekommt, mache ich uns ein Topping. Es heißt ja mediterranes Schlemmerschnitzel. Und diese ganzen Schlemmereien, die kommen jetzt zusammen in eine Schüssel und werden einfach verrührt. Ganz easy, währenddessen das hier gart, kann man alle Zutaten ganz einfach zusammenrühren. So, der Frischkäse ist schon in der Schüssel und ich presse Knoblauch hinein. Ihr könnt ihn auch ganz fein hacken, wie ihr mögt. Ich presse ihn gern, ja. Aber ich hacke ihn auch gern, je nachdem, welches Gericht ich mache. Ja. Ich möchte halt hier, dass er schön zur Geltung kommt, dass sich die Aromen gleichmäßig verteilen. So.
Dann kommt gleich, Moment, ich brauche einen, ach, nehmen wir doch das gleich. Dann kommen die Tomaten dazu und der Parmesan. Also das schafft ihr innerhalb von diesen 10 Minuten, da muss man fast ein wenig rumdrödeln, gell? Salbei, Rosmarin und Thymian. Und fallen euch schon Abwandlungsmöglichkeiten ein, ich bin mir sicher. So, und dann wird das Ganze einfach gut vermengt. Noch 23 soll ich noch einen Schwank aus meinem Leben erzählen. Ich sag einfach, wie es weitergeht, wenn du das Ganze jetzt rausholst. Also ich hole es jetzt dann raus, dann drehe ich es um, streiche diese leckere Frischkäsecreme drauf und gebe es noch mal 10 Minuten bei Stufe 1 dann in den Dampfbackofen. Übergrillst du dann oder bloß im Backofen? Natürlich nutze ich wieder die Grillfunktion, die macht mir schon richtig Spaß. Jetzt piepst gleich, Achtung, und raus damit. Okay, wer hüpft doch. Jetzt Kameran, pass auf. Ja, ich sehe es schon. Ja, ja, hat Farbe. Hat Farbe, duftet auch schon gut hier. Aha, sehr schön. Das gefällt mir. Passt auf. Dann schaue ich dir mal über die Schulter hier. Ja. Legen wir es einmal hier drauf. Sehr gut. Und jetzt drehe ich die um. Wunderschön. Moment. So. Der hat sich von selbst umgedreht. Kriegen wir eigentlich heute Besuch bei diesen Mengen? Ja. Ja, ich wollte halt das Blech schön voll machen. Gell? Und jetzt halt bestreicht ihr einfach das Fleisch. Brauchst du einen Löffel? Ah, das geht, vielen Dank. Okay. So, genau, einfach schön aufsetzen und dann habe ich noch einen schönen Deko-Vorschlag für euch. So, verteilen wir das noch schön. Ha, sieht gut aus, Kameramann, was meinst du? Wunderbar, wunderbar. Und jetzt wird das Ganze noch schön übergrillt sozusagen. Ja. Verpassen wir ihm noch schön Farbe von oben. So. 10 Minuten. 10 Minuten. Grill 1. Bam. 10 Minuten. Ich glaube, da würde Reis ganz gut dazu passen. Genau, da können wir jetzt gleich über die Beilagen sprechen. Sehr gute Idee, Reis, Kameramann. Dann kann man vielleicht sogar einen Kartoffelbrei dazu servieren oder Kartoffeln. Baguette ist auch möglich oder einfach nur einen bunten Salat. Du wirst wahrscheinlich noch ein schönes Bild zum Schluss einblenden. Ich entscheide mich für Salat. Weil es halt so warm ist. Weil es halt so warm ist und ich finde es super passend. Ich habe das schöne Topping, schön cremig. Salat dazu, ihr könnt es auch ein bisschen abkühlen lassen und dann erst genießen. Also ich sehe es eher so ein bisschen als Salat-Topping. Ja. Dann warten wir mal ab. Ja. Und weitere 10 Minuten sind vergangen. Kameramann, jetzt. Ah, du schaust mal über die Schulter. Schaut euch das mal an, es duftet traumhaft. Ui, 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 ui. Ja, das haben wir doch jetzt schön übergrillt. Ha? Was sagt ihr dazu? Und jetzt meine Idee, schönes Salatbett bauen und die Schlemmerschnitzel auflegen. Sieht es nicht sommerlich bunt aus, da kommt aber noch was dazu. So, einen lasse ich mir noch über, weil ich möchte auch noch probieren. Schaut her, dann liegt es hier noch. Einen frischen Basilikum dazu. Hier wäre noch Platz für ein paar Tomaten. Hier wäre, genau, super. Kameramann, eine wunderbare Idee, das hole ich gleich, dann sieht es gleich noch schöner aus. Und wie der Kameramann so schön vorgeschlagen hat, setzt man auch noch ein paar kleine Tomaten her dazwischen. Ja, und jetzt interessiert euch sicher, wie das schmeckt. Schauen wir uns das Fleisch auch an, wie es geworden ist. Butterzart. Und es ist saftig geblieben. Mhm. Also das kann er, das hat er drauf. Mm. Oh. Mm. 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 Boah, ist das köstlich. Dieses Topping ist so würzig, aromatisch, mediterran, käsig, cremig, was soll ich da noch sagen? Und dann das zarte, saftige Putenfleisch dazu. Und auf diesem Salatbett
garniert. Wunderbar, oder? Also ich empfehle es euch, macht es unbedingt nach, geht natürlich auch auf einem anderen Weg. Ihr könnt es natürlich auch auf dem Grill umsetzen, einfach Fleisch von beiden Seiten angrillen, mit dem Topping versehen und dann noch ja, bis zur gewünschten Bräunung auf dem Grill lassen. So, und jetzt würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr das mal nachmacht. Ich verlinke euch ja, das Produkt unterhalb des Videos in der Infobox, wenn es euch interessiert, schaut da mal nach. Kann wirklich tolle Sachen machen, auch Pizzen gelingen da drin. Ich bin begeistert, mir gefällt's. Danke fürs Zuschauen, ich blende euch noch was zum Abonnieren ein. Abonniert den Kanal kostenlos und seid doch beim nächsten Mal wieder dabei. Danke fürs Zuschauen, eure Anja, macht's gut. So, Kameramann, jetzt, oder? Auf geht's.